Ja, willkommen zu einem neuen TechView-Vlog. Und wie ihr seht, seht ihr nicht mich, sondern meinen Desktop. Das heißt, es ist wieder einmal Showtime auf dem Desktop. Und zwar möchte ich ein wenig über die Photokina 2016 reden. Ich habe ja bereits schon einen TechView-Podcast gemacht, wo ich euch quasi die allerneuesten Informationen zur Photokina gegeben habe und euch auch verlinkt habe zu meinen Bildern, die ich gemacht habe, als ich auf der Photokina war. Und ja, ich möchte jetzt die so ein bisschen einzeln durchgehen und noch vielleicht ein paar Erklärungen durchlesen, falls ihr die noch nicht gesehen habt, damit ihr auch was habt davon. Also die Photokina 2016, fangen wir mal an mit dem ersten Bild. Eine alte Kamera aus Holz habe ich da als Bildunterschrift drin. Solltet ihr auch mal nachschauen, falls ihr nicht genau wisst, worum es dabei geht, was hier gezeigt wird. Also das ist jetzt hier eine, seht ihr, mit so einer Ziehharmonika eine uralte Kamera oder sagen wir mal nicht eine uralte Kamera, sondern eine auf uralt gemacht, weil man sieht, das ist schon hier alles quasi das Metall und der ganze Kram ist schon alles gar nicht so alt. Das heißt, es ist auf alt gemacht, auch mit dem Lederriemen als Griff hier oben zum Beispiel und die verschiedenen Einstellungsrädchen, die man dazu haben muss. Hier sieht man sogar auch das Loch, worüber dann das Bild geschossen wird. Und diese Ziehharmonika, die hier zum Aufziehen ist, ist quasi das Objektiv in Anführungszeichen. Und der große Kasten hier, da hat sich dann die Platte befunden oder halt eben der Film, wo man den Film eingelegt hat. Oder in dem Fall war es einfach, glaube ich, eine Platte, wo dann das Ganze belichtet wurde. Ja, gehen wir mal weiter. Die Bilder sind alle allerdings nicht in der, ja, sagen wir mal, in der korrekten Reihenfolge oder sowas. Müsste ich mir ein bisschen was Mühe geben, um das noch zu machen. Aber das hier, eine zweite Sonne. Also das ist ein, wie heißen die eigentlich, Leuchtschirme oder so. Ihr seht, das hier ist die Leuchte. Die leuchtet dann hier und das reflektiert dann. Und ich habe zweite Sonne hier hingeschrieben, weil das Teil wirklich riesengroß ist. Das hing an der Decke. Hier unten waren noch weitere Leuchtschirme zu sehen. Und das ist halt wirklich ein riesengroßes Teil. Und zweite Sonne aus dem Grund ist, wenn man wirklich eine Sonne ja, imitieren möchte, eine Sonnenbestrahlung imitieren möchte, dann kann man das hiermit sehr gut machen. Ja, gehen wir mal weiter. Natürlich gab es jede Menge Vitrinen mit Kameras und hier sieht man zum Beispiel eine Kamera mit Equipment. Das ist jetzt eine Canon EOS 700D, wie man sehen kann, mit einer Beleuchtung, die das Objektiv vor allen Dingen zeigt. Es gibt einige, ja, Blitzapparate, wie man hier sehen kann. Und ja, war halt, sah halt etwas spektakulärer aus als der Rest der Vitrinenleuchten. Und natürlich gab es auch jede Menge Zubehörhändler, die eben nicht nur dann Stative vorgestellt haben, diese Lightstrobes, diese Leuchtschirme und auch Leuchtboxen, glaube ich, so heißen die Lightboxes, also wo man so ein kleines Fensterchen offen hat und der Rest ist quasi mit reflektierendem Material beschichtet, wie so ein kleines Zelt. Eignet sich sehr gut für die Produktfotografie von allen möglichen Produkten. Ja, das waren hier, sieht man, deshalb habe ich den Hintergrund auch noch gelassen. Hier im Vordergrund sind einige, die sind jetzt hier mit vier, ne, ja doch, mit vier Drehrädchen zum Aufmachen. Hier sind aber auch einige mit dreien, wie man hier sieht. Und das hier mit dreien, das blaue, das kann man hier hinten auch sehen. Das ist quasi das hier. Und dann seht ihr, das ist schon verdammt hoch und verdammt groß, wie das hier gehen kann. Also im Hintergrund, das Blaue meine ich natürlich nicht, das hier im Vordergrund, was auch ein Tripod ist, was sehr massiv ist, wie man hier sehen kann. Also das sind wirklich gute Teile. Ich hatte ja so mein Tripod, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, also mehr als ein Jahr ist er schon alt und das ist schon kaputt gegangen. Ich hatte das ja auch mal im TechView Podcast, glaube ich, vorgestellt gehabt. Und das ist leider kaputt gegangen. Ach so, das ist jetzt die Produktfotografie. Da war also eben so eine Lightbox, also so ein quasi Zelt mit einer kleinen Öffnung drin, reflektierendem Material und ich glaube zwei LED-Lichterketten oben angebracht und Produktfotografie. Dafür ist das gedacht. In dem Fall ist es jetzt hier Plastikessen. Hier dann was anders. Hier sieht man sogar noch den Aufbau der Lightbox selber vielleicht auch. Das ist jetzt mit Papier, mit weißem Papier gemacht und weniger reflektierendem Material gemacht. Und hier sieht man halt den Aufbau. Das ist halt wie so ein Zelt, das wird ineinander gesteckt und hier nochmal mit einem anderen Weißabgleich so ein bisschen das Essen fotografiert.
Hier interessant, da hat mich der Kollege darauf aufmerksam gemacht, das sind die neuen Automaten, die es in Zukunft in den Drogeriemärkten vor allen Dingen geben wird, wenn man mal mit einem USB-Stick Fotos ausdrucken möchte oder ja, auswählen möchte für ein Fotoalbum oder sowas. Die sehen jetzt so aus, die Automaten. Ich kannte die auch noch nicht. Hier sieht man, wie die Dame das Ganze bedient. Das läuft auch ganz flüssig. Ihr seht hier unten ist so eine Leiste, wo man die Bilder auswählen kann. Das läuft jetzt also auch nicht wieder ruckelig ab oder sowas, sondern man kann da flüssig durchscrollen durch die Bilder. Und weil man heutzutage ja immer mehr Bilder hat, die man aufnehmen kann, immer größere Speicherkarten hat, aber natürlich auch immer größere Bilder von der Auflösung her. Naja, nicht ganz, je nachdem, was ihr für eine Kamera habt natürlich. Aber deshalb wird natürlich dann das Ganze auch ein bisschen was schneller jetzt hier gemacht. Es gibt natürlich einfache Bearbeitungswerkzeuge, die sieht man dann hier, und Aktionswerkzeuge und so weiter und so fort. Und ich glaube, das sind jetzt hier Effekte, die drauf gemacht worden sind, oder sind das wirklich die Bilder, die so ein bisschen seltsam aussehen mit so Masken? Ich glaube, das sind Effekte, die draufgelegt worden sind, die man da auch drauflegen kann. Ansonsten sieht man hier noch, das ist, glaube ich, ein DVD-Laufwerk, da kann man also auch DVDs einlegen, wenn man die eben gebrannt hat. Also das für den einen oder anderen vielleicht auch interessant, wenn er demnächst mal in einem Drogeriemarkt vorbeigeht, kann er das machen. Und es gibt hier sogar auch, glaube ich, eine App. Das war jetzt hier der Kodak-Stand, glaube ich. Gibt sogar eine App fürs Handy, wo man das Ganze dann sogar drahtlos irgendwie übermitteln kann. Ja, hier noch einmal, ihr seht, es gab wieder ein anderer Anbieter. Ich glaube, es sind sogar zwei verschiedene Anbieter, was die Tripods angeht oder auch Monopods, die hier vorgestellt worden sind. Hier im Hintergrund sieht man ein Monopod mit nur einem ja, Ständer, den man hier reindrehen kann, damit es halt nicht umkippt. Hier glaube ich auch ein Monopod. Und hier ein interessantes, sehr massiv, das sieht gar nicht so aus hier auf dem Foto, aber wenn man es mal anfasst, das ist schon ein sehr massiver Tripod. Und den wollte ich mir eigentlich als Ersatz eventuell holen. Habe mir dann diese Broschüre, die man hier im Hintergrund sehen kann, geholt. Und erst als ich jetzt zu Hause war, habe ich mal im Detail nachgeschaut. Und leider ist dieser Tripod natürlich da nicht drin. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was das für ein Tripod ist. Und wenn ihr da Ahnung habt von wem das ist, ich werde natürlich nochmal suchen. Vielleicht gibt es eine Google-Suche, womit man das dann auch finden kann. Aber sehr, sehr stabiler Tripod. Hat mich überrascht für so ein kleines Teil. Das sieht wirklich nicht so stabil aus, aber sehr massiv gemacht. Ja, das hier, da müssen wir mal weiter, nochmal weitermachen, damit ich das erklären kann. Das war auf dem Canon-Stand. Canon hat da versucht, ja, so eine Art Microsoft Surface-Tisch vorzustellen. Einige Besucher waren wohl, ja, sehr begeistert. Ich vermute mal, das waren diejenigen, die vor 4 Jahren noch nicht die Surface-Tische gesehen haben. Es ist, glaube ich, schon 4 Jahre her. Da erinnere ich mich, da gab es den in der Fachhochschule Köln, kam Steve Ballmer vorbei, hat eine Rede gehalten, weil er hier in der Fachhochschule auch mal studiert hat. Und er hatte dann natürlich auch Microsoft Equipment dabei und dazu gehörte dann eben auch so ein Surface-Tisch. Das hier ist jetzt kein so ein richtiger Surface-Tisch, sondern das ist im Grunde genommen ein normaler Tisch, wie man hier sehen kann, also ein halbwegs normaler Tisch. Also wer hat hier so milchiges Glas drauf? Ich glaube, das war so eine Glasoberfläche so ein bisschen. Weiß ich nicht. Aber hier sieht man halt die Besonderheit. Hier sieht man halt eben Fotos drauf projiziert. Diese Fotos kann man mit dem Finger einfach nehmen und verschieben. Und eine coole Funktion ist hier, das hier, was man hier sieht, ist ein echtes Fotoalbum. Ohne Fotos allerdings. Also diese Bilder, die ihr hier drauf seht, kommen vom Projektor. Die werden eben drauf projiziert. Und das ist eine schöne Funktion. So wie ich das verstanden habe, kann man eben die Fotos einfach hier rüberziehen und dann austauschen. Oder man kann die Fotos hier auch anders anordnen, wenn man denn möchte. Und ich kann mir das durchaus vorstellen, wenn die Fotoalben dann so intelligent werden, dass der Projektor auch erkennt, was für ein Fotoalbum das jetzt ist, dass er dann die richtigen Bilder aus dem System heraussucht und dann eben so wieder auf dem Fotoalbum hier projiziert, wie das eben sein soll. In dem Fall seht ihr, das ist auch ein sehr dünnes Fotoalbum. Ich glaube, hat nur 2 Seiten oder so. Und das ist halt eben der Vorteil. Man kann dann halt eben auch durch die 300 Bilder oder sowas durch dieses Fotoalbum dann durchgehen, indem man halt eben Wischgesten oder sowas macht, um halt eine Umblättern-Funktion durchzuführen. Und man hat dann auch einen realen Gegenstand in der Hand und eine Projektion, die halt eben dann die virtuellen Sachen dort einblendet. Also so eine Art Verschmelzung. Die Idee ist nicht schlecht, aber die Umsetzung ist noch sehr prototypenhaft. Gehen wir mal vielleicht auf, wenn mein Handy mich nicht nerven würde mit irgendwelchen blöden Werbe-E-Mails, die im Hintergrund Bing machen. Gehen wir mal auf das Bild davor oder das nächste Bild, da sieht man halt hier, ich
Ich glaube, das sind jetzt, seht ihr, das sind noch andere Bilder hier, die man hier sieht, die da projiziert sind. Und hier sieht man wieder andere Bilder. Und ihr seht, der Grundaufbau des Albums, des physikalischen Albums, hat sich nicht so großartig geändert. Nachteil ist von diesen kleinen Bildchen, die man hier sieht, also prototypenhaft ist es aus dem Grunde, weil man kann die zwar mit einem Finger bedienen, aber ich hatte zum Beispiel das Problem, dass ich mit meiner linken Hand hier quasi mit dem Daumen draufgepackt habe und dann quasi mit der Hand selber einen Schatten geworfen habe, weil das eben von oben drauf projiziert wird auf den Tisch. Und so, dass die Bedienung dann ein bisschen verzögert war oder überhaupt nicht stattgefunden hat. Und ich musste dann eine andere Hand zu Rate ziehen. So ein bisschen doof gewesen. Das, was auch blöd war, als ich, glaube ich, hier dran war und dann wollte jemand anders noch ein Bild an der anderen Ecke verschieben, ist das ganze System abgestürzt. Hat auch schnell die, die das präsentiert hat oder die am Tisch stand, und Sachen gezeigt hat, hat direkt gesagt, nee, nee, machen Sie es nicht. Und dann kurz nachdem es gesagt hat, ist komplett abgestürzt, dann neu gestartet und dann mussten eben die Bilder neu geladen werden. Das heißt, das ist noch nicht so richtig optimiert. Und hier kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo ich sage, die Technik ist schuld, weil es gab auch die Aussage, dass das vielleicht in 3, 4 Jahren mal so erschwinglich sein wird, dass das bei uns überall auf dem Küchentisch oder sowas zu finden sein wird. Ich glaube aber nicht, und zwar aus diesem Grund. Das ist der Aufbau, wie man hier sehen kann. Hier sieht man den ganz normalen Projektor, der drin steckt. Dann sieht man hier noch so einen Kasten. Ihr seht, das hier, das geht hier noch weiter bis unter die Decke. Hier ist wahrscheinlich zusammen mit dem hier auch noch die Erkennung für eben die Touch-Gesten müssen da irgendwie drin sein, also Fingerwischgesten oder sowas oder irgendwas muss da erkannt werden. Das ist ein großes Problem, wie ich finde, weil man natürlich immer einen Schatten wirft oder irgendwas verdeckt auf dem Tisch selber. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass mit dieser Technologie es möglich sein soll, dann auch mehrere verschiedene Hände, verschiedene Gesten dann auch erkennen zu können, weil ich wollte direkt diese Pinch-to-Zoom-Geste machen und es funktioniert nicht, weil es halt eben nur einen Touchpunkt quasi erkennt auf dem ganzen, auf der ganzen Tischplatte und das ist ärgerlich. Und das ist ja nicht alles, weil ihr seht, hier gehen die Kabel nach oben und hier kann man schon erahnen, hier ist eine Steckdosenleiste und irgendwo hier muss noch ein Rechner sein, der das Ganze natürlich dann auch berechnet und die Daten liefert. Das heißt, das werden wir in 3 Jahren in dem Stadium noch nicht, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das sehen werden. Das ist eine Technik, die auf dem Holzweg ist, weil von oben das Ganze zu projizieren, ist eine nette Idee, aber ich halte das nicht für sinnvoll. Das, was Microsoft mit ihrem Surface vorgestellt haben, wo der Rechner quasi in dieser Tischplatte eingebaut ist, man sieht hier, das ist ja auch relativ dick, also das ist dicker als ein Notebook. Und da kann man also auch in diese Tischplatte, wenn man die so dick macht, einen Rechner einbauen. Und eine Projektionsmöglichkeit ist sicherlich auch möglich. Microsoft hat es gezeigt, war ein bisschen teuer, aber das kann man natürlich, wenn man das in der Massenproduktion macht, vielleicht ein bisschen was billiger hinkriegen natürlich auch. Oder vor allen Dingen, wenn man die Technik einmal erst erforscht hat und ja, wirklich das ausgereifter ist, dann geht das mit Sicherheit auch. Und ja, diese Technologie hier von Canon oder von Canon halte ich nicht für zielführend. Also das ist eine nette Demo gewesen, aber das ist schon in der Softwarewelt würde man sagen, Alpha-Version ist das leider nicht mehr. Und ich glaube, das wird es zur Marktreife nicht bringen, weil es halt zu viele Nachteile hat, die ich momentan erkenne. Ihr seht die dünne Glasplatte, da sieht man sogar das Durchscheinen von irgendeinem. Wahrscheinlich darunter irgendwas unter der Glasplatte. Also, nee, das glaube ich nicht kennen. Da müsst ihr nochmal ran. Da ist die Microsoft-Idee mit dem Surface. Surface heißt ja, glaube ich, der Tisch. Ne? Ich habe die ganze Zeit vom Surface geredet. Ja, müsste eigentlich, glaube ich, Surface heißen. So, kommen wir mal zum anderen Zeugs. Wenn ihr mal Laser bei Druckern sehen wollt, wie so Laserdrucker aufgebaut sind, dann könnt ihr hier mal vorbeischauen. Ich gehe mal stark davon aus, dass das Laserdrucker sind. Ansonsten wüsste ich nicht, was für andere Laser hier drin sein sollen, weil Laser für Scanner sehen ein bisschen anders aus. Die habe ich nämlich schon mal auseinandergenommen, aber Laserdrucker habe ich noch nicht auseinandergenommen, zugegebenerweise, das weiß ich nicht. Also diese Teile sind die Laser. Da sieht man auch das mit dem Lasersymbol. Und das hier sind Platinen. Ihr seht hier die Kabel. Die haben so komische Steckkonnektoren. Die werden also hier vermutlich sehr stark
reingesteckt und ja, damit, das ist wahrscheinlich das Steuerungsmodul für die Laser. Hier seht ihr auch ein paar Druckerhersteller, Noritsu Laser und kennt man vielleicht nicht so ganz, Digital Frontier, Fuji. Fuji kennt man. Die machen halt eben auch solche Sachen. Da sieht man noch ein paar andere Geschichten. Also waren unterschiedliche auch ausgestellt. Ihr seht, das war eben auch bei der Fotokina zu sehen. Das ist auch so ein Krimskrams, den vielleicht nicht jeder auch bei seiner Fotokina-Berichterstattung erwähnt. Deshalb wollte ich das hier auch nochmal alles fotografieren, damit die Leute auch wissen, was man alles sehen kann. Man kann auch solche Schätzchen entdecken. Ein Canon Großbilddrucker könnte man sagen. Hier sieht man einige Bilder, die konnte man da sehen. Auf dem Boden lagen auch einige. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Format es war, aber es ist schon richtig ein Großdruck gewesen. Also so ein Poster-mäßig, Kinoposter-mäßig, wie man es kennt. Ungefähr so. Also Canon Pro 2000 ist das hier. Das stand so einsam da. Ich glaube, hier um die Ecke stand auch nochmal einer, aber von einer anderen Firma vielleicht. Das war nicht auf dem Canon-Stand. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Das habe ich irgendwas dazu geschrieben. Ne, Großformatdrucker nur. Gut. Kommen wir mal zum anderen. Das war auch ein interessantes Ding. Als wir das, ich war da zusammen mit meinem Kollegen da, als wir das das erste Mal angeschaut haben, dachten wir, okay, das ist vielleicht für Endkunden gedacht, also so aller wie gerade eben bei dem Drogeriemarkt, wo man sich dann seine Bilder da ausdrucken kann. Das ist allerdings eher für Fotostudios gedacht, also das ist kein Interface mit den verschiedenen Knöpfen für den ganz normalen Endkunden, der sich was aussuchen möchte, sondern das ist so für ja, kleine Fotostudios, wo ihr hingeht, wenn ihr euer Passfoto oder sowas machen wollt. Dann lässt sich das sehr schnell machen. Hier gibt es eben Steuerkreuz, womit man das bedienen kann. Es leuchten alle die Dinger, die gerade benutzbar sind in dem Modus. Es gibt verschiedene Modi, die man hier benutzen kann. Man kann natürlich Bilder ausschneiden, man kann Effekte hinzufügen, man kann automatisch eben auch eine Schärfung hinzufügen. Und jetzt leuchten hier zum Beispiel die zwei Tasten, wenn man da irgendwie zwischen der Intensivität der Verbesserung oder des Filters, der hier ausgewählt worden ist, dann hin und her wechseln kann, sehr schnell. Es gibt eine OK-Taste, es gibt eine Zurück-Taste, eine Cancel-Taste und noch weitere Tasten und hier eben die verschiedenen Filter und Effekte, die man hinzufügen kann. Die Software stammt von der Firma selber, VST, glaube ich, heißt die Firma, ja, hoffe ich, wenn ich nicht mich irre, das steht auf jeden Fall irgendwie hier oben noch. Also tut mir leid, wir hatten auch ein nettes Gespräch mit demjenigen, der die Software oder für die Firma gearbeitet. Er hat uns das ein bisschen gezeigt und erklärt. Ich habe einfach vergessen da oder nicht richtig fotografiert, was den Namen angeht. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Tool, wie ich finde. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird im Hintergrund auch Photoshop verwendet oder zumindest gibt es Photoshop-ähnliche Effekte hier, die verwendet werden können, um eben Verbesserungen dann zu machen. Passfotos, wie gesagt, und eine ganze Reihe von weiteren Funktionen lassen sich dort einfach machen und dann auch ausdrucken, wenn man dann das Ganze möchte oder als Auftrag dann an den Drucker leiten. Das ist also eine nette Geschichte, ein nettes Gerät. Ich glaube, das war das einzige Gerät, was da stand, aber es war schon beeindruckend, dass man da in relativ kurzer Zeit und mit der kurzen Eingewöhnungsphase, natürlich mit Tasten, ist das. Wenn man immer das Gleiche macht, also Passfotos macht oder sowas und dann hier und da was verbessert eventuell, ist das sicherlich eine tolle Geschichte. Bewerbungsfotos oder sowas machen. Wobei Bewerbungsfotos habe ich letztens gelernt, da darf man nicht mehr lachen. Also genauso wie auf Passfotos soll man dann nicht mehr lachen. Nun ja, neumodischer Kram. So, machen wir weiter. Das ist übrigens einer der Drucker von Noritsu. Noritsu kannte ich vorher als Firma noch nicht, aber die ist wahrscheinlich für solche Großdrucker bekannt, vielleicht auch für Drucker bekannt, die eben solche Bilder ausdrucken. Und dann war so ein Drucker da, gehe ich mal stark von aus, dass diese Bilder hier mit diesem Drucker ausgedruckt werden können. Ja, eine tolle Geschichte, sehr groß, industriell, wahrscheinlich auch eher was für den Fotoladen vielleicht, der solche Bilder ausdrucken möchte. Ihr seht, hier waren noch mehrere Drucker. Ich weiß nicht, ob die alle von Noritsu waren, mit einem Rechner angeschlossen, wo man das Ganze dann machen konnte. Ja, Mitsubishi Electronics oder Electric, sorry, Electric natürlich, Photoprinting Solutions, die hatten einige Drucker, die hatten, ich glaube, 20 Drucker nebeneinander stehen und die hatten alle dieses schöne Tux-Logo drauf, Linux supported und man konnte dann nachfragen, wenn man dann mehr wissen wollte.
Und ja, Mitsubishi D80 in dem Fall, hier hinten kann man nicht mehr lesen, was da stand, aber die standen halt nah nebeneinander, hier kann man es erahnen, noch ein weiteres Schild. Und das wollte ich einfach mal fotografieren, um zu sagen, ja, Linux gibt es auch auf der Fotokina. Und Linux-Drucker vor allen Dingen. Ja, auf der Fotokina ein ganz großes Thema. In diesem Jahr waren Drohnen. Also man konnte fast kaum durch eine Halle, Haupthalle laufen, ohne irgendeinen Drohnenstand zu finden. In dem Fall war hier auch so ein Drohnenstand. Auch wenn ich mit dem Fokus hier das Netz eher fokussiert habe. Gehen wir mal weiter. Drohne habe ich bestimmt nochmal. Hier ist die Drohne nochmal im stehenden Zustand. Vorne und hinten. Ich glaube, die hintere ist scharf gestellt. Da sieht man sie, vier Rotoren. Blinklichter an jeder Seite, die eben ein Indikator dafür sind, was den Akkuzustand angeht, oder aber auch, wenn ich irgendwie was steuere, blinkt das auch an. Das lässt sich auch einstellen, wenn man es denn möchte. Hier sieht man dann die Kamera, eine recht kleine Kamera, aber es wurde im Hintergrund auch gesagt bei dieser Demo hier, weil das ist jetzt hier, ich glaube, eine etwas kleinere Kamera. Aber es wurde gesagt auf jeden Fall, dass man dort auch eine Kamera mit einem Four-Thirds-Sensor anschließen kann und dann Micro Four Thirds Objektive benutzen kann. Und das wäre dann doch schon in Sachen Qualität natürlich ein großer Gewinn dafür. Und für so ein ja, kleines Gerät ist das sicherlich dann eine tolle Geschichte. Größere Kameras, große Spiegelreflexkameras, Vollformatkameras meine ich natürlich. Sind zu schwer und zu groß, dass das, glaube ich, von der Drohne getragen werden könnte. Aber ich denke, Micro Four Thirds ist eine gute Geschichte, dass man da eben Four Thirds Sensoren und Micro Four Thirds Bajonett hat, um dann eben genug Auswahlmöglichkeiten zu haben. 4K-Aufzeichnungen beispielsweise wären da sicherlich auch möglich. Ja, das ist die kleine Drohne. Hier haben wir auch eine Nummer größer. Das sieht man ja auch schon an den Rotoren, die wirklich schon also mindestens doppelt so groß sind wie das, was die andere Kamera da hatte. Und man sieht auch hier an dem Aufbau schon, dass das auch für andere Kamera, andere Drohne hatte. Sorry. Man sieht an dem Aufbau hier, dass das eher schon mit dem, ich glaube, das ist ein Hot-Shoe, ein Hot-Shoe, sage ich, Quick Release Plate für Kameras, also das ist schon für größere, schwere Kameras da, kann man eine Vollformat-Kamera draufstellen und das wird dann ausbalanciert, also es ist ein Balance-Gerät. Ob da auch eine Steuerung möglich ist, müsste sicherlich auch möglich sein, aber ihr seht, das ist schon richtig ein großes Teil, das ist so ein Teil, was so aller Olympische Spiele oder sowas dann verwendet werden könnte, um dann mal von oben irgendwas zu zeigen. Also das ist schon eines von diesen Drohnen, Killer-Drohnen, würde ich mal schon sagen, weil wenn das einem auf den Kopf fällt, ja, dann kann man sich die Radieschen von unten anschauen oder ist er mindestens ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate im Krankenhaus bei der Drohne, wenn es auf den Kopf fällt, ja, hat man eine Beule vielleicht und dann war es das eigentlich auch schon. Das so mal so als Vergleich von der Größe vielleicht. So, Hasselblad gab es auch zu sehen. Ich habe es leider nicht angefasst, aber es gab sicherlich auch zum Anfassen. Hasselblad Mittelformatkameras stellen die her, kommen daher mit neuen Objektiven natürlich, mit ihrer neuen X1D. Da steht es auch. Eine sehr ästhetisch sehr gut aussehende Kamera, sehr klein gehalten. Das ist eine von den neuen Mittelformatkameras, die also sehr klein gehalten sind, sehr sporadisch und einfach gehalten. Im Gegensatz zu einer anderen Vollformatkamera, die wir uns gleich nochmal anschauen werden und ihr werdet es vielleicht gehört haben, Fuji hat da auch was rausgebracht. In dem Fall sieht man hier den Auslöser, man sieht den Mode-Dial, wo man eben zwischen PASM umschalten kann. Das ist übrigens auch schön, weil dieses Drehrädchen, das kann man hier drehen und wenn man das feststellen möchte, gibt ja, kennt ja diese kleinen Nüppelchen, die man reindrücken kann. Anstatt so ein Nüppelchen kann man hier das ganze Drehrad in das Gehäuse, in diesen Grip reindrücken und dann kann man es nicht mehr drehen. Dann ist es also festgestellt. Also eine sehr, sehr nette, innovative Idee, wie man das Problem eben von verstellten Drehrädchen dann eben auch lösen kann. Ansonsten hier sieht man noch, ich glaube, AEL und AFL-Taste, wenn ich mich nicht komplett irre. Also Autofokus und Auto-Exposure-Locking-Tasten, zwei verschiedene, glaube ich. Hoffe ich doch mal, wenn ich mich nicht komplett irre. Und das da hinten ist, glaube ich, der Anschaltknopf, wenn ich mich nicht irre. So. Also Hasselblad, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Da müsste, glaube ich, mehr als 10.000 Euronen, also 10.000 Euros raushauen, damit er sowas bekommt. Und dann noch ein Objektiv. Ne?
braucht ihr natürlich dann auch. So, jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, nämlich gebrauchte Kameras. Das ist auch sehr schön. Hier gab es einen Stand, wo gebrauchte Kameras vorgestellt worden sind, also wirklich die dann gebraucht worden sind. Hier sieht man es. Vertragswerkstätte Rüdiger Merz, das waren diejenigen, die das hier ausgestellt haben. Die haben verschiedene Kameras eben ausgestellt, die eben im Gebrauchszustand waren. Ich glaube, diese Canon ist hier am beeindruckendsten mit dem Sand und Staub. Ich weiß nicht, wer da war. Man kann auch kaum erkennen. Also EOS kann man noch erkennen. Fünf irgendwas. Die Kamerakenner werden mich jetzt zerschlagen. Die werden es direkt wissen, was es war, aber ich weiß es nicht. Hier auch noch eine Canon, eine 450D in dem Fall. Okay, die ist bunt, da weiß ich nicht, ob da irgendwie die länger gebraucht worden ist. Dann eine Pentax hier, da sieht man auch nicht, was das Gebrauchsgegenstand aussieht, sondern da sieht man halt eher, dass das hier, glaube ich, das Design mit den Folien und den komischen Farben, vielleicht was Besonderes ist hier, Tarnfarbe auch auf der Kamera hier. Ja, gehen wir mal weiter. Da kann man mal sehen, wie so eine Kamera aufgebaut ist. Und das ist jetzt eine Kamera, wenn ich mich nicht komplett irre, weil ich sehe hier zwar ein Kabel, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass das eine Filmkamera ist, weil sehr wenig Elektronik zu sehen ist überall hier. Oder die wurde schon ausgebaut. Hier ist halt nur so ein bisschen was an Elektronik zu sehen. Das ist hier ein Mode-Dial, so wie ich das sehe. Und ja, das also. Auch aufgemachte Kameras gab es auch zu sehen. Also falls ihr mal eine Kamera sehen wollt von innen und nicht gleichzeitig irgendwie Angst habt, irgendwie was kaputt zu machen und euch eine teure Kamera kauft und die auseinandernehmen wollt, könnt ihr auch zur Fotokina gehen. Findet auch solche Schätzchen hier, so klassische Kamera, Retro-Kameras würde ich mal behaupten. Gibt natürlich noch ältere Retro-Kameras, wie dieses Schmuckstückchen hier, wo ihr dann quasi schon einen fast begehbaren Kleiderschrank hinten drin habt, wo das Foto dann quasi auf den Film oder auf die Platte oder was da benutzt wird, dann eben projiziert wird. Und irgendwo ist auch das Guckloch, hier ist bis zum Einstellen. Irgendwo war auch das Guckloch, wo man eben dann nochmal reinschauen konnte. Das sieht aber hier aus wie das Objektiv, wenn ich mich nicht komplett irre. Nun ja, also auch solche Schätzchen gab es da. Machen wir mal weiter. Das hier war eine Rennstrecke für, glaube ich, Sony-Stand war es. Rennstrecke, da konnte man den Autofokus-Speed testen. Da wurden also Carrera-bahnmäßig Autos geschickt. Und hier sieht man, glaube ich, da sieht man eins in der Bewegung noch. Ich habe eher auf das Publikum da fokussiert, weil immer wenn ich durch die Kamera geschaut habe, war irgendwie kein Auto mehr zu sehen. So, hier auch interessant, eine Kamera mal komplett auseinandergenommen, das war auf dem Fuji-Stand. Das ist übrigens eine Fuji X-T2, also das aktuellste Modell, das aktuellste, neueste Modell. Und da seht ihr, wie das eben aufgebaut ist, wie die Drehrädchen, die Dials hier aufgebaut sind. Das sieht man das Body, da sieht man, was dahinter steckt. Dann hier sieht man den eigentlichen Shutter, also das, was sich zumacht, wenn ich eben den Knopf drücke und wieder aufmacht. Mit der Elektronik hier die verschiedenen Filter teilweise, die drauf sind. Ich glaube, Infrarotfilter auch. Und das ist dann der Sensor. Der ist, glaube ich, dann hier auch dahinter angebracht oder sogar da drin angebracht. Das ist also der X-Trans CMOS 3 Sensor, der ohne Bayer oder Bayer-Filter arbeitet. Hier sieht man noch die Shutter-Unit nochmal, die man hier eben auch sieht. Und hier die eigentliche Elektronik, dann auch irgendwo noch der Digic-Prozessor, glaube ich, Digic heißt der, der X. Digic war was andere Firma, X-Prozessor Pro, sorry. Und hier die Anschlüsse für Mikrofon, für einen Shutter-Release-Kabel, HDMI und Micro-USB. So, und dann seht ihr hier die Platte, das ist zum Kühlen sowas. Also das kann man sich auch anschauen aus allen möglichen Blickrichtungen und Blickwinkeln. Und das gibt es nicht nur für Fuji, das gab es auch für andere, aber ich glaube, Fuji waren diejenigen, die das so am eindrucksvollsten dann so aufgestellt haben. Hier nebeneinander, wo man dann sehr gut sehen konnte, wie die Kameras aufgebaut sind. Ja, falls ihr mal irgendwie ja, im Zoo seid oder sowas oder auf dem Empire State Building, dann kennt man ja eigentlich solche Fernrohre. Sowas gibt es auch jetzt hier für Kameras. Das sieht man hier. Kann man sich so ein Fernrohr dran anschließen und da braucht man natürlich einen extra Ständer jetzt in dem Fall, damit man. Weil das ansonsten zu schwer ist. Und ja, das sind wirklich Teile, da könnt ihr wirklich sehr, also haben sehr große Brennweite, sehr großen Zoom
Und da seht ihr mal, wie groß das Ganze hier ist, wenn ihr hier mal durchschaut. Und die Kamera ist halt wirklich ein Viertel so groß wie halt hier eben das Rohr, was hier rausschaut. Erinnert mich an die Ballkanonen aus Takeshis Castle. So ungefähr, so groß kann man sich das vorstellen, ist das hier gewesen. So, das war jetzt, glaube ich, der Sigma-Stand. Hier kommt ja ein ziemlich dickes Gerät daher. Einige können es schon ahnen an dem Namen Phase One. 100-Megapixel-Sensor drin. Da wisst ihr schon, es geht um Mittelformatkameras. Und gehen wir mal weiter. Dann sieht man hier auch nochmal. Ja, gehen wir mal weiter. Und dann sehen wir hier zum Beispiel auch nochmal Phase One Klassiker und das neuere, modernere Modell. Das ist hier für die Puristen, wobei das auch schon für Puristen ist. Und wenn wir uns das mal weiter anschauen, das sind die Kameraobjektive, die man da braucht. Das sind auch richtig große Schalen, weil ihr wisst natürlich, wenn ihr Mittelformat habt oder braucht, dann braucht ihr natürlich größere Objektive. Das waren jetzt hier drei Stück. Und Phase One, ja, hier sieht man zwei. Das ist, ja, so eine allein schon ist so teuer wie ein Kleinwagen und zwei zusammen, da könnt ihr euch schon etwas Größeres mit leisten. Also ihr müsst euch quasi entscheiden, ob ihr den Kleinwagen haben wollt oder ob ihr eine Phase One haben wollt. Ihr seht, das ist schon ein richtig dickes Ding. Und im Vergleich zu Hasselblad ist das, was ja auch Mittelformat ist, ist das hier schon richtig, richtig groß und dick. Wobei ich glaube, dass die einen Spiegel innen drin haben. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine, sie haben einen Spiegel, also ähneln eher Spiegelreflexkameras, digitalen Spiegelreflexkameras. Und die Hasselblad und auch die neue Fuji machen das nicht. Das hier, apropos die Vereinigung von Retro mit einem digitalen, das heißt, ihr seht hier quasi ein ja, Retro-Objektiv an einem an einer digitalen Kamera. Das ist eine Sony, kann man unschwer erkennen. Der ein oder andere Experte wird sofort sagen: Oh, eine NEX, genau, eine NEX-Sony-Kamera ist das. Ich glaube, NX5 war das. Ja, das eben Klassiker mit Moderne verbinden. Hier sieht man nochmal die Drüne auf dem Sony-Stand mit den kleinen Zuschauerchen und irgendwo flitzen hier die Autos auch vorbei. Und hier habe ich auch nochmal ein Schmuckstück gefunden bei Leica, eines der Kameras von den, sagen wir mal, guten Tagen von Leica, also der Filmkameras, weil die digitalen Kameras von Leica sind zumindest aus meiner Sicht überteuert, weil sie eben nicht für den Preis eben diese überragende Leistung, dieses Leica-Feeling und den Leica-Punkt bringen sie mit, aber der Rest stimmt nicht ganz für den Preis, den man bei digitalen verlangt zumindest. Und deshalb hier die Filmkameras auf jeden Fall von Leica einen Blick wert. Apropos Filmkameras, hier kann man auch noch einige sehen. Rangefinder-Kameras in dem Fall, alle mit verschiedenen Objektiven, wie man sehen kann, so kleinen. Etwas mit größeren, auf jeden Fall größerem, wahrscheinlich Brennweite auch. Und sogar auch mit Aufsteck, 50 mm Aufsteck-Rangefinder hier. Und großen Knobs und Dials, wie man sie halt kennt, also zum Drehen und zum Einstellen, alle möglichen Geschichten. Und teilweise kann man es hier sogar lesen: 5 cm, F3.5, Leitz Elmar Objektiv. Und Made in Germany steht da. Also solche alten Klassiker kann man da auch finden. Natürlich alles in Vitrinen eingepackt. Man kann es leider nicht selber in die Hand nehmen, um dann genauer drauf zu schauen. Und apropos, wo wir gerade bei Klassiker waren, es geht noch klassischer. Das sieht halt eben so aus wie so eine Kamera. Hier sieht man eben die Kamera und hier sieht man, als ob es Dampf betrieben wäre oder als ob da Kohle reingehört in die Kamera rein, um das Ganze aufzunehmen. Und hier sieht man ganz große, hier scheint mir eine Filmkamera zu sein. Hier eben eine Runde, da eine Runde und dann muss hier wahrscheinlich so ein Film durchgehen. Und das hier und das sieht mir dann doch stark danach aus, dass das entweder ein Projektor vielleicht sogar ist und hier irgendwie Licht reinkommt oder durchgestrahlt wird. Oder ja, für eine Kamera, für eine Aufnahme, also so ein Gerät habe ich leider noch nicht gesehen. Auf jeden Fall war das an dem Stand, wo man hier sieht, dass hier digitalisiert wird in Top-Qualität, wie man hier sieht, Super 8, Normal 8 und weiter und so fort. Auf dem Stand gab es halt eben auch diese Maschine zu sehen.
Dann gehen wir mal weiter. Wer übrigens weiß, was das ist, kann mir natürlich auch schreiben und dann werde ich das in den Kommentaren zu dem Bild auch noch hinzufügen. Es gab neben Kameras, die aufgeschnitten worden sind, wo man ins Innere reingucken konnte, auch Objektive, wo man reingucken konnte. Hier sind leider ein bisschen unscharf, dadurch, dass die auch in der Vitrine eingepackt waren. 16 mm F2, 8er Objektiv, Ultra Makro. Hier sieht man, wie das aufgebaut ist. Hier seht ihr komplett anders aufgebaut, ein 15 mm F4 Weitwinkel Makro. Und hier sogar mit, da sieht man die einzelnen Elemente, glaube ich, noch deutlicher als hier, glaube ich, ein bisschen mehr angeordnet, sieht man die einzelnen Glaselemente auch ein 105 mm F2.5 Objektiv. Also das gab es da auch zu sehen. Dann natürlich hier auch, wenn ihr Sternengucker seid, habt ihr die Möglichkeit, mit den Geräten hier eure Kameras da dran anzuschließen. Einfach mal erstmal durchzuschauen, natürlich eure Kameras dran anzuschließen, wenn ihr den wollt. Das geht auch. Das Gerät fand ich sehr lustig, weil da hat man hier quasi reingeguckt, auf einen Spiegel geguckt und dann dieser Spiegel hat dann hier auf den Spiegel gezeigt und dann konnte man halt da irgendwie was sehen. Also eine abgefahrene Konstruktion, geöffnet, komplett offen. Da konnte man also sehen, wie das Ganze funktioniert. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass das zu Demonstrationszwecken da war und dass es im Grunde genommen hier im Inneren genauso oder fast genauso aussieht. Und das war halt eben nur, wenn man sich interessiert hat, wie das im Inneren aufgebaut ist. Kann man sich das eben anschauen. Also es war so ein nacktes Gestrüpp. Ja, das war jetzt außerhalb der Hallen im Grunde genommen. Da gab es eben auch einen Servicebereich. Da konnte man sich hier eben auch juristische Fragen konnte man sich abholen, Beratung abholen. Und ja, das auch nebenbei vielleicht interessant zu wissen. Es gibt immer Sitzplätze und Sitzgelegenheiten und sowas. Hier die kleine Geschichte von Sony. Am Sony-Stand gab es eine große weiße Wand und da konnte man dann eben die Anfänge von den Sony-digitalen Kameras sehen. Ab 1999 ging es los mit einem 2,11 Megapixel CCD-Sensor in so einer Kamera hier. Dann sowas hier, die erste Cybershot-Kamera mit einem Carl Zeiss oder mit einem Zeiss-Objektiv. 38-90 mm F2.8 bis 3,3 fünffachen Zoom und 2,11 Megapixel. Camcorder waren hier unten dran und das ging so weiter und so fort. Ich habe, glaube ich, das Ende nochmal fotografiert. Da sieht man Objektive auch. Sieht man aber auch Kameras A7, A7R, zum Beispiel A7S, weitere Kameramodule. Dann ging es natürlich hier noch weiter. 2016 seht ihr auch zum Beispiel RX10 Mark III. RX1 Mark II, RX10 Mark II, RX100 irgendwo auch zu sehen. Camcorder hier unten natürlich auch Action-Cams, die dann so ab 2015 angefangen haben, wie man hier sehen kann. Vorher war da noch nicht viel zu sehen. Und ja, das also auch eine schöne Geschichte gewesen. Der Panasonic-Stand, ich bin ja auch, werdet ihr vielleicht in den Metadaten lesen können. Panasonic hat mit der Panasonic die Bilder geschossen. Ihr kennt es ja, die LX100 ist das, was ich immer benutze. Hier gibt es sie auch zu sehen in Silber, die LX100. Hier glaube ich auch sogar in Schwarz, wenn ich mich nicht komplett irre. Oder ist das sogar die G7? GX7, glaube ich, ist es. Mit wechselbarem Objektiv. Das hier auf jeden Fall die LX100. Hier sieht man auch einige Modelle. Das sind die Super Zoomer, also FZ300, FZ72, FZ2000 war hier, also die neue mit 4K-Aufnahme und Mikrofoneingang und sogar Kopfhörerausgang. Sehr schön. LX15 sieht man hier auch, der Konkurrenz quasi für die RX100 in der gleichen Größe quasi, ohne elektronischen Sucher, dafür aber mit einem ausklappbaren Touchscreen. Ich glaube, Touchscreen und ausklappbar hat RX100 Mark IV jetzt mittlerweile auch. 4K-Aufnahmen, auch 1 Zoll Sensor, schöne Geschichte, wie ich finde. Ja, Panasonic hier nochmal das neueste. Ne, das ist das neueste, das ist die GA4. Mit einem Objektiv für die Objektive für Micro Four Thirds. Eine ganze Reihe von hier die GF7, eine sehr kompakte Kamera zum Beispiel. Und hier, das sollte auch eine GA4 sein. Nee, das ist was anderes. Eine G7 vielleicht, genau. Ne, irgendwie so ein anderes Kameramodell kann ich jetzt gerade nicht erkennen.
auf dem Foto. Das ist also Panasonic. Dann hier vielleicht auch lustig, sowas gab es auch, ein begehbares Objektiv. Zu Werbezwecken natürlich nur. Nikon, da waren wir auch kurz. Und bei Nikon, da gab es eben auch die D5 zu bestaunen. Die konnte man auch anfassen, die D5 Vollbildformat. Und da sieht man natürlich Monster-Objektiv dran. Da muss man hier dran halten. Ansonsten kann man direkt um die Ecke gehen und sich beim Service dann beraten lassen, ob die das einem dann da nochmal reparieren. Direkt daneben das Spitzenklassenmodell, würde ich mal fast schon sagen, wobei die D5 natürlich auch ein Spitzenklassenmodell ist, aber für Vollformat, für APS-C und für den Normalsterblichen sicherlich noch immer erschwinglich. Die D500 kann ich allen nur empfehlen, wenn ihr also wirklich Kalaschnikow-mäßig Sport fotografieren wollt, ist das das richtige Ding, weil das eben nicht nur einen super schnellen Autofokus hat, sondern halt eben auch quasi einen unendlichen Puffer hat intern und dann quasi da sehr schnell auch auf die Karten schreiben kann und wirklich ein Monster ist, was das angeht. Das ist so Referenz, würde ich mal sagen, für dieses Jahr. Was zumindest die digitale Spiegelreflexkameras angeht. Hier sieht man noch ein paar Objektive. Da sieht man eben, die sind alle, glaube ich, FX gemacht. FX-Objektive steht jetzt hier nicht, sieht man nicht, aber bei der Größe gehe ich einfach mal sehr stark davon aus. Dann hier nochmal, auch sehr schön, es gab eine Animation, die nochmal gezeigt hat, wie die aufgebaut sind, nicht quasi im Detail, aber die Grundfunktionalitäten der Nikkor-Objektive. Da sieht man die verschiedenen Glaselemente und da wurde zum Beispiel auch einem gezeigt, wie das mit VR, mit Vibration Resistance funktioniert, also der Bildstabilisierung funktioniert bei den Nikkor-Kameras, Nikkor-Objektiven. Olympus war auch da, das ist jetzt eine Projektion des Spitzenklassenmodells. Leider gab es da zwei, drei Leute davor, die oder drei, vier Leute davor, die sich das Spitzenklassenmodell, die OMD EM 1 Mark II gekrallt haben und ja, ich hatte da nicht so viel Geduld, in der Schlange zu stehen, um mir das auch anzufassen. Sehr schön, diese Holoprojektion in so einer 3D-Pyramide, wo dann die neuesten Features und Funktionen der OMD EM1 Mark II auch präsentiert worden sind. Also eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde. So, ups, machen wir mal weiter, weil sonst läuft mir hier die Festplatte voll. Es gab natürlich auch ältere Modelle zu sehen. EM10 Mark II ist Einstiegsmodell, ich glaube, das günstigste Modell. Hat auch eine Flip, ne, einen Flip, heißen die Flipscreen. Also die man nicht komplett umklappen kann, sondern die man eben nur 90 Grad im 90 Grad Winkel nach oben und glaube 45 Grad Winkel nach unten klappen kann. Flipscreens also und ja, Touchscreen und alles Mögliche. Leider keine 4K-Aufnahmen und ich glaube, da geht auch kein Mikrofoneingang rein. Ganz neu auf der Photokina, das erste Mal ist der chinesische Hersteller Yi. Die haben eine M1 vorgestellt, die erste spiegellose Kamera von ihnen. Wahrscheinlich die erste Kamera überhaupt. So sieht die aus. Sehr ordentlich gehalten, wie man hier sieht. An und aus so ein Flip-Kippschalter, hier der Shutter-Button, hier ein Dial für eben, da kann man alles Mögliche mit einstellen, also Shutter-Speed kann man dran einstellen, Verschlusszeit kann man einstellen, die Belichtungskorrektur kann man damit machen, aber natürlich auch die Blendenwahl kann man dort machen. Hier sieht man das Mode-Dial sehr intelligent gemacht mit einem Record-Button, also ein Aufnahmeknopf in der Mitte. Und hier Play-Taste und das ist wahrscheinlich die Müllhammer-Taste, also wenn man das löschen möchte oder irgendwie sowas. Also sehr minimalistisch, sehr elegant gehalten. Leider kein Flip-Screen oder sowas, weil das wäre für Selfies sehr interessant. Leider auch kein elektronischer Viewfinder. Dafür aber ein sehr schickes Gerät, hat einen Four-Thirds-Sensor mit Micro-Four-Thirds-Bajonett. Es gibt ein paar Objektive, das sind die zwei Objektive, die es dazu gibt. Zu der Kamera, die standardmäßig rauskommen. Ich gehe mal davon aus, weil es ein Micro Four Thirds Bajonett hat, dass dann natürlich auch, weil es ein Standard ist, Panasonic und Olympus Objektive drangehen. Wie gut es dann läuft und mit der Bildstabilisierung muss man mal schauen. Es gab auch Events zum Fotografieren und ihr seht hier, wenn immer die zwei Leute könnt ihr oder drei Leute könnt ihr mal nicht beachten, aber hier hat einer mal einen Handstand versucht. Also so Parcours war da auch aufgebaut, aber wenn ihr seht, wenn da so ein Netz ist, heißt das, da ist wieder Drohnen-Time und das sieht man hier oben rechts, wenn ihr das nicht gesehen habt, da fliegt halt die Drohne und filmt.
filmt dann eben den Parkourläufer von allen möglichen Blickrichtungen. Und wenn man weiter nach oben guckt, sieht man auch einen Monitor mit dem Drohnenbild. Ja, was wäre eine Messe ohne Autos? Ich weiß nicht, auf der Gamescom habe ich schon Autos gesehen und hier auf der Fotokina gibt es dann auch ein Auto, also oder mehrere Autos. Da stand, glaube ich, noch ein weiterer Mazda CX-3 und im Hintergrund ist, glaube ich, auch nochmal irgendein Auto von Mazda zu sehen. Also Autos gab es dort auch, konnte man natürlich auch dann fotografieren, vielleicht als Objektiv, als Motiv. Ja, hier ein Bild, es war am Sony-Stand, da waren Bilder auch ausgestellt. Übrigens, das war nur ein Symbolbild jetzt mit Pinguinen hier, ganz, ganz vielen, auch seltsamen farbigen Pinguinen. Ist mir nicht ganz gelungen, beim Vorbeigehen das zu knipsen, aber es gibt halt eben auch Beispielbilder von entweder Künstlern oder von ja, Fotografen, die ihre Bilder dort auch ausstellen, die besten Bilder ausstellen. Am Fuji-Stand gab es das zum Beispiel. Oder bei Sony gab es das eben auch. Da waren Bilder auch ausgestellt. Da ist gerade nicht, ob immer noch der Name dabei stand vom Fotografen, aber es stand auf jeden Fall immer dabei, mit welchem Objektiv und mit welcher Kamera das Ganze fotografiert worden ist. Also das auch nur mal zu sehen, was dann alles möglich ist. Das war der Sony-Stand, das war eben eine etwas höhere Tribüne, wo man dann die neue Alpha 99 Mark II ausprobieren konnte mit eben so einem richtig großen Zoom-Objektiv. Und deshalb war es ein bisschen höher gestellt. Und hier war eben ein Vortrag, der gehalten worden ist. Selbst sind da die Leute auch und schauen sich das an, hören sich das an, wo dann einer für Sony oder eben von Sony und seinen Berichten, wie man da Aufnahmen machen kann, mit berichtet hat. Hier sieht man die Alpha 99 Mark II mit eben so einem Super Zoom Objektiv, was dann hier fest montiert war auf diesem kleinen Steg. Und da konnte man dann Testaufnahmen machen, war leider alles belegt, sonst hätte ich da auch mal ausprobiert, wie es aussieht. Apropos Alpha 99-2, hier sieht man den Querschnitt von der Sony Alpha 99-2, das ist ja auch nicht so besonders geläufig, dass dann die modernsten neuen Kameras dann im Querschnitt nochmal gezeigt werden. Da seht ihr hier auch mal mit Objektiv dran. Sogar hier sieht man diesen Spiegel, der hier also quer ist. Hier ist der Sensor angebracht. Und hier ist der Spiegel, der quer angebracht ist und der wirft halt 30 oder der filtert 30% Licht raus auf diesen Sensor hier. Das ist ein Phasendetektor-Sensor mit 79 Phasendetektorpunkten, der eben beim Fokussieren helfen soll. Der Sensor hier hinten, da kann man dann auch schauen, das ist im Querschnitt natürlich, aber das ist der gleiche Sensor, der in der A7 Mark II drin steckt. A7R Mark II drin steckt, soweit ich weiß, wenn ich mich nicht irre, 50 Megapixel Sensor. Also bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hier sieht man, dass dieser Spiegel nicht dazu dient, um das Bild hier rauszutragen, sondern der dient halt wirklich, dass es stoppt hier und da geht es halt nicht mehr weiter. Das hier ist eben der elektronische Sucher und hat halt hier einfach nur einen Monitor drin. Also ein elektronischer Sucher und kein optischer Sucher. Das ist also sehr schön, kann man sich auch hier durchlesen. Und ja, Vitrinen, da gab es auch ein paar ältere Modelle. Hier ein Sony Alpha NEX 5 mit eben einer, also 2010er Modell, mit einer 24 F1.8er, 24 mm F1.8 Objektiv von Carl Zeiss. Sony hat auch Videokameras. Hier sieht man so ein Monsterteil. Hier wird aufgenommen. Hier sieht man die verschiedenen Drehrädchen, die man einstellen kann, um verschiedene wahrscheinlich Fokuspunkte und sowas abzufahren. Hier oben noch ein Monitor dran als Kontrolle und hier das Teil, wo Sony drauf steht. Und hier ist so eine Augenmuschel, also da kommt das Auge drauf, da kann man dann ganz genau schauen. Geht mal ein bisschen weiter weg, dann sieht man, dass es auf einem Tripod quasi stand. Aber das ist so eine Tripod, das ist schon, da könnt ihr euch draufstellen. Das ist also ein richtig massives Teil, was natürlich für so eine schwere Kamera dann natürlich auch gedacht ist. Ja, deshalb hat der Typ hier auch so geguckt wahrscheinlich. So, das hier der Sony-Stand mit Sony-Kameras, RX10 Mark II zum Beispiel, eine sehr schöne Super-Zoom-Kamera, die auch 4K-Aufnahmen machen kann. Und ich glaube, da gibt es auch einen Mikrofoneingang für, ist schweineteuer, aber wer sich das leisten kann, der kann sich das auch nochmal anschauen. Das war der Fuji-Stand, dort sah man auch ihre aktuellen Modelle, die jetzt auch eingestellt werden, also XT1, XT10, hier war die XT10, die werden eingestellt, habe ich jetzt gehört. Ich glaube, das war eine XT10, also irgendwo war auch eine XT10 zu sehen.
Die werden jetzt eingestellt, die XE2 auch eingestellt, werden also keine neue mehr produziert, die alten werden natürlich noch abverkauft. Hier sehen wir die XA2, hier sieht man die neue, brandneue, deshalb auch mit New immer gekennzeichnet, XA3. Das sind, haben zwar ein X im Namen, haben aber einen normalen Bayer-Filter oder einen Bayer-Filter drin auf ihrem Sensor, und die XT1 und hier natürlich die brandneue XT2 haben das nicht. Die haben einen X-Trans-Sensor drin, hier der Generation 2, hier Generation 3. Und hier waren dann noch die kompakteren, also X Pro 2, die X70 zum Beispiel, die waren da auch in der Vitrine ausgestellt, konnte man auch anfassen, wenn man den wollte. Hier auch ein Kamera-Line-Up, das sieht jetzt ein bisschen was größer aus. Das war jetzt auch Fujifilm. Dreimal könnt ihr raten, wofür das ist, wenn man hier unten sieht, GF im Namen. Das ist also mit dem neuen G-Mount, neue Fujifilm. Objektive für ihre Mittelformatkamera, nämlich die GFX 50S. So sieht das Teil aus. Mittelformatkamera sieht im Stile der Fuji-Filme aus. Ihr seht hier schon der Blendenring auf dem Objektiv zum Beispiel, vorne ein Drehrädchen, und hier sieht man dann auch wieder ein richtiges Drehrädchen fürs Einstellen von, ich glaube, Shutter Speed oder sowas. Und das ist wieder Mittelformat ohne Spiegel. Das heißt, das ist ungefähr in der Größenordnung von so einer Hasselblatt, aber vielleicht noch ein bisschen einen kleinen Ticken kleiner an der einen oder anderen Stelle. Das Besondere hier habe ich, glaube ich, auch erzählt. Hier sieht man es auch. Diesen elektronischen Sucher kann man drehen und wenden, wie man möchte. Also da kann man, das ist anders als bei anderen normalen Spiegelreflex, digitalen Spiegelreflexkameras oder den Systemkameras, wo eigentlich, außer bei Panasonic, da war das, da konnte man das eben, glaube ich, um 90 Grad hochdrehen, bei der GX7 und ich glaube auch bei der GX8, kann man hier bei den Mittelformatkameras dann auch den elektronischen Sucher oder das Sichtfeld dann einfach drehen und wenden, wie man denn möchte. Und sogar komplett abnehmen, um ein bisschen was an sparen an Gewicht oder an Platz in der Tasche. Hier Informationen, wie die X Pro 2 ist, der aktuelle Rangefinder, wie das ganz neu aussieht und dann nach ein paar Jahren auch aussehen würde, also wie das hier das Schwarz haben würde und so fort. Ich auch schließlich mal den Age-Prozess, also im Alter, wenn du 20 Jahre oder sowas oder jemand anderes, der auch mal der Rolle aussieht und warum es dann an den Silbern glänzen sollte, was man denn also denken. So.